Angela Luiga, sie ist die SPÖ-Familiensprecherin, ist jetzt die nächste Rednerin. Danke, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und vor den Fernsehschirmen. Ich möchte wieder zurückkommen zum Thema der Unterhaltsgarantie und möchte noch einmal einige Zahlen in den Raum stellen, weil da viele herumschwirren. Und ich möchte mich beziehen auf die Statistik Austria. Wir haben rund 180.000 Einfamilienhaushalte. 180.000, Statistik Austria. 49% der Erwerbstätigen und 49% der Nicht-Erwerbstätigen und 19% der erwerbstätigen Alleinerziehenden sind armutsgefährdet. Und das ist ein Prozentsatz, der deutlich drüber liegt über den europäischen Richtsatz. Und das kann so nicht sein. Und nahezu ein Viertel der Einelternhaushalte, sprich 23%, können sich diese Dinge des täglichen Lebens nicht mehr leisten, die wir hier auch schon genannt haben. Und jetzt war es ganz einfach unser Ziel, etwas zu entwickeln, wie wir diesen Alleinerzieherinnen mit großem I helfen können. Und das Beispiel mit der Unterhaltsgarantie war ja jenes, wo wir gesagt haben, es ist ja so, dass wenn, und meistens sind es leider die Väter, die festsetzen lassen, ihre Unterhaltszahlungen erneut festsetzen lassen bei Gericht, und ab diesem Zeitpunkt kriegt die Frau fürs Kind nichts mehr. Und das ist ein großes Problem. Und da haben wir gesagt, wenn wir im Augenblick nichts weiterbringen, ja, es stimmt, wir haben dieses Problem schon lange liegen, haben aber auch einen Koalitionspartner, der in dieser Weise nicht mit uns gemeinsam gearbeitet hat. Somit haben wir jetzt diese Idee entwickelt der Unterhaltsgarantie, die einmal erstmals diejenigen treffen sollte, die gar nichts bekommen, und dass die abgesichert sind mit Geld für ihre Kinder. Wir haben auch im aktuellen Unterhaltsrecht, und da gebe ich allen recht und vor allen Dingen den Kollegen Steinhauser, der ja die Geschichte auch noch einmal erzählt hat, wir haben im aktuellen Unterhaltsrecht die Problematik, dass diese Kinder schlichtweg jetzt nichts bekommen, wenn sie neu festgesetzt werden. Und wir kennen auch die Versprechen. Wir kennen die Versprechen des Herrn Bundesministers Brandstätter und jetzt auch Vizekanzler, der vor 3 Jahren noch eine Arbeitsgruppe auch gegründet hat, uns nie gesagt hat, was in dieser Arbeitsgruppe weitergegangen ist und auch kein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe vorliegt. Und irgendwann einmal ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir als Sozialdemokratie gesagt haben, Schluss jetzt, die Zeit ist jetzt schon lange genug verstrichen, wir müssen alleinerziehenden Müttern, alleinerziehenden Vätern und vor allem den Kindern helfen. Und wir arbeiten mit Zahlen, Daten und Fakten. Der Kinderkostenanalyse von 1964, wo ich anno dazu mal sicherlich einen ganz anderen Bedarf gehabt habe, damit Kinder durchgebracht werden können, um es jetzt so zu formulieren. Da gab es noch keinen Laptop, da gab es noch kein Handy und diese Dinge, die im heutigen Leben selbstverständlich sind. Und das wurde nie erhöht. Und da haben wir sogar die Problematik gehabt, dass durch sämtliche Anfragen an den Herrn Justizminister uns nicht einmal mitgeteilt wurde, wie setzt sich diese Kinderkostenanalyse von anno dazu mal zusammen. Das hat uns weder die Frau Kamersin beantwortet, noch der Herr Brandstätter beantworten können. Daher ist es ganz wichtig für uns, dass wir eine Kinderkostenanalyse, eine neue, bekommen, dass wir die Regelbedarfssätze eindeutig jetzt einmal anheben, dass wir diese Unterhaltsgarantie erhalten und dass generell eine Reform des Unterhaltsrechts kommt. Und das war für uns die Unterhaltsgarantie als kleinster gemeinsamer Nenner, als erster Schritt in die richtige Richtung, dass wir dann letztendlich zu einer kompletten Unterhaltsreform kommen. Und das, was für mich noch das Beispiel ist, man erkennt eine Demokratie daran, wie sie mit Kindern auch umgeht. Und ich würde mir im Sinne der Kinder und der Alleinerzieherinnen wünschen, dass wir da weiterkommen. Mit der Unterhaltsgarantie sollen jene abgesichert werden, die derzeit gar nichts bekommen, betont SPÖ-Familiensprecherin Angela Luiga.